Guckmorgen Jungs und andere, die geweint haben, als WeFit sie übergewichtig genannt hat. Das Video heute ist zwar etwas kurz, aber dennoch mit Liebe gekocht. Also hinsetzen und genießen. Und wie immer ein Like oder ein Abo und natürlich Henry Oiled Up kommentieren, wenn ihr mich eingeölt sehen wollt. Oh ja, da war ich noch, das weiß ich noch. Digga, ich sehe richtig langgezogen aus damit. Hättet ihr Plastic Man? Das sind so Comic-Helden, die sie auch so lang ziehen können. I'm similar to the Thriller in Manila. Übrigens genießt jetzt nochmal den langen Haar, Henry. Sin City was a media. Denn bald gehe ich zum Friseur und dann werden sie wieder wie früher, Jungs. Ah, ja. Die Quest ist erledige die Aufgaben. Which Aufgaben, Kollege? Muss ich jetzt hier? Ja, endlich kann ich auch fahren. Ich weiß, letztes Mal ging das nicht so. Verbesserungen, Verbesserungen. Die wollen mir da wirklich die Red Dead Redemption Strecke geben, die sich anfühlt, als würde sie 5 Jahre brauchen. Oh, Kollege. So. Oh nein, bitte fassen Sie nicht meinen Wagen an. Ich nehme dich mal mit, ne? Ja, du lächelst ja wenigstens ganz schön, ne? Hast einen schönen Tag gehabt, sind dein Wagen stecken geblieben. Ja, das würde mich auch richtig fröhlich machen, weißt du so. Ich hab's mir anders überlegt. Steig aus dem Wagen, Kollege. Was zum F***? Ich hab Schizophrenie. Ist nicht gerade eben Cisco in meinen Wagen gestiegen und hat sich direkt ausgelockt? Mensch. Digga, was ist das für eine Map? Ist die anders? Die ist anders. Oh, ich bin noch auf einer Tutorial-Insel. Oh no. Biber. Das Auge auf Detail ist bei 5M wirklich einzigartig. Oh, möchte ich jetzt auch mitnehmen. Fahre, wann tritt ein sogenannter Schusskoll ein? Das ist immer noch eine Einreise. Ja, ja, du war richtig. Schön, schön. Okay, was gibt's noch? Flecker, du hast da ein bisschen Flecker hängen. Instagram, Tinder, Virus. Geht absolut gar nichts. Aber wenigstens habe ich mir Virus versucht zu downloaden. Digga, ich guck mir gleich in die Hose. Ich will Leute trollen. Ich dachte, ich kriege Content. Ah! Zu realistisch, Boys. Zu realistisch, das möchte ich nicht. Das ist gruselig. Willkommen im Los Santos, Digga. Das ist nicht Los Santos. Das ist Malle. Okay, muss ich jetzt die Person finden oder wie sieht's aus? Geile Quest, du. Ja, ja. Ich versinke im Schnee. Okay, steig mal aus und schau mal. Soll ich hier anklopfen oder so? Nimm dir eine Cola aus dem Kühlschrank, falls du noch auf Toilette musst. Tu das, wir haben Zeit. Cola. Öffnest du mir eine doppelte Cola? Wie viel? Ich geh mal mit mehr. Yeah! Big Brain Moves. Und Toilette benutzen, hat er gesagt, ne? LOL, ich kote ja wirklich. Der hat sogar die Hosen aus, nur die Sandalen. No homo, zeig mal deine Schwänge. Ja, du hast dich erleichtert. Pflege. Ja, schön. Nochmal duschen. Ja, auch schöne Pflege. Du bist sauber und riechst gut. Ja. Hat noch niemand zu mir gesagt. Geben Sie /TV-YouTube-ID ein, um ein Video abzuspielen. Nee, oder? Warte, das muss ich ja gleich austesten. /Volume 5. Guck morgen, Jungs und andere. Guck morgen, Jungs und andere. Guck morgen. Das ist gruselig. Ich habe mir wirklich mehr erhofft, dass der Fernseher irgendwie so angeht und so alles und das alles zeigt. Aber nein. Wäre schon cool gewesen, hätten die das so. Aber anscheinend kannst du nur den Sound. Oh, what the f. Ey, Moppelchen, was machst denn du hier in meinem Haus? Wo redet denn da? Ja, Digga, das ist mein Haus. Wie bist du hier überhaupt reingekommen? What the f. Digga, was versteckst du auch die Schlüssel unter der Fußmatte, Bruder? Was holst du sie raus und gehst einfach rein, Bruder? Mach mal schon mal Tee, warm. Mach mir mein Bierchen auf, Digga. Du bist ab sofort meine Hausfrau. Hast ein bisschen mehr schon auf den Rippen, ne? Also, das ist mir auch schon direkt aufgefallen. Gehst du dazu oder tust du eher, dass du irgendwie immer sagen, ja, ich hab nur dicke Knochen. Natürlich, die dicken Knochen, ist klar. Also nee, Digga, diesen Schuhdrip tust du aber nicht in meinem Haus. Also das geht ja gar nicht. Was für ein Schuhdrip, Mann? Was redest du? In meinem Haus ist Sandalenpflicht. Sind die Zehen nicht zu sehen, musst du gehen. Sag mir nicht so hibbelig, warte mal. Mein Haus, was für hibbelig. Oh, warte, deine Mutter hat einen Tweet gepostet, muss ich kurz angehen. Ja, deine Mutter meinte, die hat irgendwo hier den Dicko versteckt, wo ist der? Dass du den brauchst, denke ich mir, aber den darfst du nicht, Digga. Sonst kriege ich davon auch noch eventuell irgendwelche Geschlechtskrankheiten, ja, die du mit dir ziehst. Ey, du gehst doch jetzt nicht erst auf noch kacken in meinem Haus, Digga. Das magst du nicht. Fick dich. Guck zu, wie ich kacke. Der duscht! Du duscht, wer das nicht kacke, du Widerlicher! Mach mal Platz, ja. Ja, du pisst daneben, Digga. Wie der typische Dude in der Schule, ey. Ich kann das nicht mehr. Du kackst mir gerade voll ins Waschbecken, Digga. Ich weiß, kannst du auch nachher hier sauber machen. Du machst das selber, Digga, mit deinen eigenen dreckigen Pfoten. Du Hund. Ja, verpisst du dich jetzt endlich hier, weil langsam Zeit hier. Bruder, komm mal raus, ich besorg den Job. Job, weißt du? Also, Job ist natürlich irgendwie so immer speziell, weißt du? Aber übrigens, was hast du eigentlich geparkt? Jeden. Weißt du, wir könnten es auch einfach machen. Du steigst einfach bei mir ein, Kollege, und dann könnten wir zu zweit fahren, so. Nee, Bruder, ich vertraue dir nicht. Nur weil ich eine Bude habe und du Obdach los bist. Ah, scheiße, was? What the fuck? Das war eine kleine Berührung. Das war die kleinste Berührung der Welt. Eigentlich will ich nur einreisen, damit ich endlich mal das echte RP erleben kann. Aber die Einreise ist RP-Erlebnis genug für mich, ich sag's euch ehrlich. Lass mich raten, Plattenreifen? Ja, Mann. Ja, okay, verstehe ich. Fahr ich mal mit dir mit, ne? Weißt du, ich wollte es dir vorhin nicht sagen, weil es mir ein bisschen auch unangenehm war und auch für dein Wohl, aber du hast da ein bisschen Salat zwischen den Zähnen und ich weiß nicht, woher der kommt, weil du siehst nicht aus, als willst du Salat essen. Wenn, dann könnte das nur Karotten sein. Bin überrascht, dass du die überhaupt kennst, Moby Dick. Ist das nicht das Rote? Das waren die Säcke deines Vaters, aber das ist was anderes. Das ist nicht zum Essen. Ah, da wartet ja schon deine Schwester. Moin, Carmen, wie geht's? Lange nicht gesehen. Scharmutter, warum hast du nicht gekocht? Ich merke schon, da wo du herkommst, setzt man sich stark für Gleichberechtigung ein. Gleichberechtigung? Puh. Welchen Land reisen Sie ein? Sehe ich nicht aus, als wäre ich aus Kenai? Wo waren Sie als letztes wohnhaft? Kenai. Warum möchten Sie in Los Santos einreisen? USA will mein Öl.
Was haben sie in ihrem Leben beruflich gemacht? Öl. Haben sie Vorstrafen? Öl. Mein Spiel ist abgestürzt! Liebe es, wenn 5M das macht. Das gibt mir persönlich Leidenschaft und sehr viel Wut. Einreise nicht bestanden, du hast leider eine falsche Antwort. Und die bannen mich für eine Stunde. Okay. Ah, Jungs, ihr habt mir noch nicht gesagt, wie ihr das neue Design findet. Guckt mal, ein Fernseher. Habt ihr ihn gesehen? Ah, toll. Erinner dich, wie du mit mir gefeiert und gelitten hast. Ich finde, das klingt wenigstens individuell, auch wenn es eventuell ein bisschen Deutschrap ist. Weiß nicht, wieso. Ich habe so eine dermaßen Abneigung gegen Deutschrap bekommen in den letzten Jahren. Kann das einfach nicht mehr anhören. Oh, tut mir leid. Ich habe nur den Herrn da hinten gesehen. Die werden direkt ausgereist, ne? Sorry, es tut mir so unglaublich leid. Muss einmal Augenbrauen tätowieren gehen. Alles klar. Könntest du deinen Pullover noch ändern, weil hinten siehst du hier, das ist... Das ist okay, wenn ihr das sagt. Ich bin sehr unterwürfig, müsst ihr wissen. Okay, dann willst du jetzt einfach ganz normal einreisen, gell? Alles klar, danke schön. Danke euch auch mit deinen Augenbrauenfetisch, let's go. Wie schmecken Augenbrauen? Gottverdammten Augenbrauenfetisch. Ich habe keine Angst vor Einreisebeamten. Einreisebeamten fürchten mich. Mich und meine brachialen Augenbrauen. Man ruft mich. Ich bin Batman. Entschuldigung, der Herr. Kollege. Ah. Weißt du, wieso ich hier so viele starke Schwingungen von meinem GPS bekomme? Also ein GPS, ja? Ist ein Gerät, GPS, das... dieser pinke Teil dort. Meinst du dich oder den Dude? Der, wohnt ihr hier oder was? Ja. Das ist eine ganze Wohnung. Kriege ich eine vermietet so? Nee. Ich würde auch den Minimum Liter einfach an Sperma einfach nur abliefern, wenn du brauchst. Nee, ich raus. Ich will mir wenigstens noch mal ein paar bisschen die Wohnung anschauen, hallo? Hallo, geh mal raus. Okay. Ich sehe schon. Harte Männer, okay. Ist das übrigens mein Fahrrad oder dein Fahrrad? Habe ich das mit reingetan? 3 Sekunden. Okay, doch nicht mein Fahrrad, vergiss es. Digga, ich wurde von Modder geholt. Was ist denn ein Modder daher? Oh Mann, okay, das ist ein bisschen scheiße gelaufen auch. Weißt du, ich höre einfach auf mein Bauchgefühl und gehe mal auf so einen ganz, ganz kleinen Server. Ich habe irgendwie Lust auf sowas. Das ist Arsch. Arsch. Henry. Gurke. Sag mir nicht, kein Fukuila. Ist der Fukuila nicht am Anfang, ist der Server schlecht. Das ist meine Regel. Okay. Komm, ich habe sogar ein Herz. Augenbrauengröße. Oh, die sind fly. Oh, sind diese Augenbrauen fly. So, okay, Jungs. Die sehen alle sowieso scheiße aus. Deswegen, ich mach mir von Acker, ne? Eure Augenbrauen sind nicht so fly wie meine. Schöner. Jungs, haben sie sich freiwillig so entschieden, so auszusehen? Oder sind sie halt wirklich... Digga, halt mal der Maul, du bist Messi-Fan. Ich bin nicht Messi-Fan. Ich bin Ronaldo-Fan. Ja, merkst du selber, ne? Hey, was denn? Ja, merkst du selber. Also, es waren 10 Leute drauf. Ich weiß jetzt nicht, wie viel drauf gejoint sind mit mir zusammen. Aber holy shit, ich hoffe, das waren nicht alle. Oh, ein Fagio. Digga, sogar mit Versicherung, als ob ich so Versicherungen mache, ey. Kollege, was sollte der von gerade eben? Was sollte der von gerade eben? Der redet nicht. Dummer Alter. Wer nicht redet, kriegt die Fäuste. Mal schauen, ob hier jemand ist. Gibt's überhaupt Ärzte? Oh Mann, das Server ist ein bisschen sad. Mavera Roleplay, deine Damen und Herren. Das ist eine Geisterstadt. Das ist traurig und einsam und ich habe Angst hier. Obwohl hier niemand ist, das muss mein Server schaffen. Mal schauen, ob überhaupt noch mein alter Fagio da ist. Ja, Tatsache. Ich folge dir. Du bist die einzige menschliche Interaktion, die ich haben kann und ich werde dich ausrotten. Ausrotten und wir werden wahrscheinlich beste Freunde sein. Fuck around and find out, hä? Denkst du, ich hab vergessen? Du kriegst es mal mit wenig Tank und ich nehme dein mit viel Tank hier. Liegehund. Oh, scheiße. Okay, fuck, das war ein bisschen härterer Zusammenprall, als ich eigentlich wollte. Keine Sorge, ich hole einen Arzt. Für solche Fälle habe ich ein Handy. Spaß, ich kann mir kein Handy leisten. Das war was Kacke. Oh, hey, hallo. Denkst du, kannst du kommen oder was? Digga, ich bin sowas wie Jack the Ripper. Und du bist so eine kleine Prostituierte am Straßenrand. Ah, okay, ich habe rausgefunden. Okay, reicht, du hast deinen Punkt bewiesen. Ah! Scheiße. Oh ja gut, das war aber kacke. Ich fühle heute ziemlich große Erschöpfung und es ist ein bisschen ermüdend. Deswegen fällt mir auch das Sprechen ein bisschen schwer, was das alles ein bisschen erschwert. Hoffentlich habt ihr ein bisschen Nachsicht, ansonsten... Ich küsse euer Herz, danke. Danke fürs Einschalten, Jungs.